Jawohl, und damit ganz herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Hearts of Iron 3. Und ich freue mich, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Ja, und dann machen wir natürlich weiter an dieser Stelle. Ich habe einen neuen Spielstand, besser gesagt, nicht einen neuen Spielstand geladen. Ich habe den alten Spielstand geladen, so rum. Und bin jetzt hier sozusagen in einer neuen Session drin. Habe ja angekündigt, ich werde kurz ein bisschen warten mit der nächsten Aufnahme. Habe jetzt auch die Kommentare abgewartet, was ihr geschrieben habt zur letzten Folge. Wo es ja unter anderem darum geht, da werde ich gleich nochmal die Pause mit reinhauen, ja, was wir jetzt tun können gegen den Ami, der jetzt hier bei Japan landet. Und naja, so richtig glücklich bin ich mit den Antworten noch nicht. Es war viel, also es wurde versucht mir zu helfen natürlich, das ist klar. 77 SmileMe hat mir zum Beispiel was Gutes geschrieben, was die Fallschirme angeht, also die Fallschirmjäger. Und dass wir die Truppen, die wir gebaut haben, ich weiß gar nicht, ob die schon fertig sind, müssen wir gleich mal gucken. Nein, die brauchen noch ein bisschen. Dass wir die dann in einem Flughafen zum Beispiel bunkern müssen. Und dort können wir dann ein Transportflugzeug hinschicken und dort damit wahrscheinlich dann beladen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das können wir dann zum Beispiel über den Saudis dann abwerfen, um dann dort Gebietsgewinne vorzunehmen. Ja, das werden wir dann aber nach und nach erst machen. Hier muss ich nochmal gucken, wie das jetzt hier aufgeteilt ist. Das ist Gebiet der Engländer, besetzt von den Japanern. Okay, das wollte ich nochmal genau wissen, wem das jetzt hier gehört. Also das ist japanisches Gebiet im Endeffekt jetzt, aber im Original gehört es den Engländern. Okay, wir hatten überlegt, ob wir mit Saudi-Arabien einen kleinen Krieg führen sollen. Das Problem, was ich nur sehe, wir kriegen dort nicht so schnell jetzt die Truppen hin. Denn diese vier Fallschirmjäger, die wir jetzt hier gebaut haben, die reichen natürlich nicht aus, sagen wir es mal so. Das heißt, mit den vier Einheiten oder dieser einen Division, was es ja im Endeffekt sein wird, kommen wir hier nicht weit voran. Und meine eigentliche Überlegung war ja, wie kann ich denn der KI jetzt die Anweisung geben, dass jetzt unser Bataillon zum Beispiel, dass die jetzt hier diese Grenze überqueren und hier einfach mal angreifen und das in unserem Namen halt. Das ist eins der Probleme, was ich gern gelöst hätte oder wo ich noch keine Lösung habe, besser gesagt, wo wir aber dranbleiben. So, erstmal machen wir jetzt aber an der Stelle hier weiter, wo wir sind, und ich will ja gleich mal nochmal einen Überblick verschaffen, wie es denn hier aussieht, denn die letzte Aufnahme ist für mich jetzt zumindest schon ein paar Tage her, und da haben wir hier die in Anführungsstrichen Südwestfront, das ist mir mal beim Angucken der Folgen aufgefallen, dass ich das ja total falsch benannt habe. Das ist ja nicht die Südwestfront, das ist ja, wenn dann überhaupt, die Südostfront. Also deswegen werden wir das einfach mal umbenennen. Ich wette, darauf haben vielleicht schon einige gewartet. So, da haben wir insgesamt so um die 400.000 Einheiten, 357.000 Einheiten drin. Das wird nicht ganz reichen für einen Feldzug gegen die Türkei. Wobei ich ja auch überlegt hatte, ob wir die Türkei ins Bündnis einladen. Aber ich tendiere eigentlich dazu, dass wir das nicht machen, dass wir die nicht ins Bündnis einladen, sondern dass wir die uns selber einverleiben. Was noch ein Punkt ist, wo wir vielleicht mal drauf gucken müssen, ist, ob wir vielleicht Finnland uns auch noch einverleiben wollen. Dafür wäre allerdings vielleicht hier die Infrastruktur nochmal wichtig. Denn wenn wir in Finnland einmarschieren wollen, wäre es vielleicht hier günstig, wenn wir hier noch ein bisschen Vorbereitung treffen. Rein infrastrukturmäßig natürlich. Und das machen wir mal, indem wir jetzt hier nochmal ganz kurz das gemeinsam auswählen. Das hatte ich jetzt vor der Folge vergessen. Und dann müsste die Infrastruktur so im Groben und Ganzen schon mal gewährleistet sein. Dann ist sie zumindest langfristig nicht mehr ganz so dramatisch schlecht, und das wird uns, denke ich mal, helfen, wenn wir das doch irgendwann mal dann vorhaben. So, wir sollten hier noch ein bisschen was machen. Das geht jetzt aber relativ schnell, denke ich mal. Das machen wir auch noch ganz schnell. Und ich will zumindest so ein kleines bisschen in den Süden noch mit reinziehen, dass wir dort relativ gute Infrastruktur langfristig haben werden. So, machen wir das Stückchen hier noch, und dann machen wir hier vor allem, ich denke mal einfach, ich glaube, der äußere Bereich würde ja reichen, oder? Wenn wir jetzt hier noch ein bisschen machen und dann hier so an der Küstenlinie vorwiegend entlang, da haben wir dann halt schon mal einen grünen Gürtel. Den können wir hier entlang ziehen und machen das mal auf diese Art und Weise. Und warte mal, das Scrollen ist ja eine Katastrophe. So, jetzt geht es natürlich mit der Tastatur nur sehr langsam zu scrollen, aber gut, müssen wir hinnehmen.
So, hier nochmal die zwei Nachrüsten und das müsste dann eigentlich auch schon weitestgehend so reichen. Wir können hier versuchen, wie gesagt, so einen kleinen grünen Gürtel durchzuziehen. So, ziehen wir den mal dort rüber. Wo sind wir jetzt hier angekommen? Ich glaube, da haben wir noch nicht, oder? Aber hier müssten wir schon, genau. So, dann nehmen wir das noch dazu und dann gehen wir das hier komplett bis nach unten durch. Und vielleicht hilft das was von der Anbindung her. Okay, das wollte er nicht. Nein, das will ich wiederum nicht. So, da haben wir schon, okay. Okay, wenn wir dort... Ah, okay, hier haben wir noch nicht. So müsste das aber passen. Genau, dann machen wir das hier nochmal und dann wäre das in Ordnung. Ich habe mir jetzt auch beim Angucken der alten Folgen nochmal gecheckt, auch wieso wir denn gewisse Einheiten hier nicht bauen können. Das liegt einfach an unserer Mannstärke. Guck mal, die ist ja hier schon am Limit. Und wir brauchen natürlich, um die diversen Einheiten in Auftrag zu geben, brauchen wir natürlich eine gewisse Mannstärke. Und ja, die habe ich vollkommen außer Acht gelassen. Von daher war das ein bisschen sinnlos. So, ich glaube, Atombomben können wir noch nicht bauen, oder? Das geht bestimmt noch nicht. Wir können mal reingucken in die Technologie, wie es dort damit aussieht. Weiß gar nicht, wo das genau drin ist. Ist das bei Geheim vielleicht? Die fliegende Bombe, Raketenantrieb, ja, das ist auch nicht. Atombombe, das ist es eigentlich. Das müssten wir erforschen. Können wir den Auftrag auch so geben? Ich weiß gar nicht, ob das geht. Warte mal, wir können das bestimmt so machen, dass ich jetzt hier sage, okay, wir stellen das auf normal. Ach, okay. Zivile Atomforschung, Industrie höher als 4. Jede Provinz in Besitz von Deutschland ein Atomreaktor in alle haben. Ist das euer Ernst? Achso, oder? Heißt das... Nee, ich brauche jetzt nur eins von beiden, oder? Entweder zivile Atomforschung, Industrie höher als 4 oder jede Provinz in Deutschland hat einen Atomreaktor, was utopisch wäre. Zivile Atomforschung, kriechen die her? Das hier bei Theorie vielleicht? Ich glaube nicht, oder? Wo könnte man das herbekommen? Industrie vielleicht? Ah ja, hier, das wird bestimmt das sein. Wenn wir das jetzt hier noch erforschen würden, genau, dann haben wir das vielleicht auf 4. Vielleicht ist das damit gemeint. Oder das hier muss auch auf 4 sein. Das kann natürlich auch sein. Wir sollten in jedem Fall auch mal... Ich weiß gar nicht, ob wir das schon können. Müssen wir mal schauen. Ich glaube, das hier ist Berlin. Können wir hier schon einen Atomreaktor bauen? Nein, das können wir noch nicht. Sie haben die Technologie zum Bau dieses Gebäudes nicht. Na gut, wir können auf jeden Fall aber ein Raketentestgelände bauen. Das sollten wir vielleicht sogar mal in Angriff nehmen. Das würde ich sogar mal auf Maximum aufbauen und priorisieren. Das heißt, wir stellen das Raketentestgelände mal ganz vorne an. Denn das wird uns gewisse Forschungsboni geben. So, da hätten wir das schon mal in Auftrag gegeben. Jetzt lassen wir die Zeit erstmal weiterlaufen. Wie sieht es hier von der Heeresstärke eigentlich aus? Wie viel haben wir denn hier in der Nordfront drin? 523.000. Das würde reichen, denke ich mal, um Finnland einzunehmen. Lass mal gucken, ob Finnland ein Bündnis hat zufällig. Beeinflusst von USA, Ausrichtung an Achse, hat Ansprüche auf die Sowjetunion, unter Handelsblockade durch Japan, Italien, Persien und bla bla bla. Okay. Ich denke mal, wir werden einen Krieg erklären gegen Finnland und hoffen, dass der gut geht. Die Infrastruktur ist zwar jetzt hier noch lange nicht ausgebaut, aber ist egal jetzt, oder? Wobei mich stört, dass die schon so an der Grenze stehen. Wobei wir die hoffentlich auch wieder zurückdrängen könnten und / auch werden. Komm, wir probieren es einfach. Wir erklären Finnland in den Krieg. Oder ich überlege, ob wir die in die Achse einladen. Aber ich glaube, das geht noch nicht. Zur Fraktion einladen? Nee, das geht noch nicht. Da sind wir auch noch meilenweit davon entfernt. Komm, wir erklären dir einfach den Krieg. Gucken mal, was bei rauskommt. Ob es was wird. Von der Heeresstärke könnte es eher eigentlich passen. Von daher bin ich da ganz optimistisch. Und dann bin ich noch überlegen, ob wir jetzt hier die Türkei auch noch angreifen. Ganz nebenbei mal. 353.000 Einheiten haben wir in der Türkei. noch nicht in der Türkei, aber vielleicht bald. Ich weiß noch nicht, ob das reichen wird. Das war hier ja schon ganz knapp teilweise. Weil wir es einfach probieren können. Lass mal testen. Krieg erklären gegen die Türkei. Akzeptieren. Ist natürlich jetzt erstmal ein Zwei-Fronten-Krieg und ich hoffe, dass das soweit in Ordnung geht, dass wir damit zurechtkommen.
So, hier verlegen sich die Einheiten schon mal gen Norden und da fangen auch schon die ersten Kämpfe, glaube ich, an. Erfahrene Luftwaffe haben wir erforscht, okay. Siegreiche Schlacht von Tornio. Der Sieg ist unser. Okay, Unterstützung für Regierungspartei werden wir wahrscheinlich nehmen, genau. Okay, ja, dann nehmen wir natürlich das. So, dann haben wir hier noch 82% nationaler Zusammenhalt und ja, weiter sinkend der Wert um minus 0,02. Das ging, glaube ich, irgendwo zu beeinflussen. Ich glaube, bei der Aufklärung mussten wir das machen. Wieso ist denn jetzt hier Gegenspionage ausgewählt? Hatten wir nicht mal die Regierungspartei unterstützen ausgewählt? Ich bilde mir ein, wir hatten dort mal Regierungspartei unterstützen ausgewählt. Okay, wir können jetzt hier den nationalen Zusammenhalt stärken. Ach so, weil das KI-Kontrolle ist. Deswegen. Da hat er das einfach umgestellt. Okay, na gut, dann kümmert er sich aber auch drum. Dann wird er das aber auch hoffentlich rechtzeitig dann umstellen, falls dann doch unser nationaler Zusammenhalt zu gering wird. So, wir haben Gebietsgewinne im Norden. Mal gucken, wie es jetzt an der Südfront aussieht. Oh ja, und dort auch. Okay, wir gehen allmählich gegen den Türken vor. So, was ist hier passiert? Außenminister Konstantin von Neurath berichtet. Xibai Sanma. Aus Xibai Sanma wurde uns folgendes Ereignis berichtet. Vor Japan kapitulieren. Okay, das heißt, Japan hat es annektiert. Wunderbar, das sieht oder hört sich gut an. Lass mal schauen. Und ja, ich hoffe, Japan ist stark genug, hier den Ami zurückzudrängen. Dass ihr hier gut vorankommt, also dass ihr euch gut verteidigen könnt. Das wäre ein wichtiger Punkt, weil wenn ihr dürft euch nicht überrennen lassen. Ihr müsst eine starke Front bilden, weil das wirklich schon schlecht aussieht. Weil gesamt Japan, also das Original Japan natürlich, ist absolut besetzt vom Ami. Und das sieht wirklich nicht gut aus. Wobei ich ja doch dennoch die Hoffnung habe, dass die meisten Truppen hier in dem Gebiet natürlich drin haben. Und nicht auf der kleinen Insel dort. Also von daher hege ich da noch ein bisschen Hoffnung. Und denke, dass die sich vielleicht noch ein wenig verteidigen können. So, wir nehmen Finnland sehr gut ein. Das scheint von der Mannstärke soweit zu passen. Ich scroll hier immer total verkehrt. Jetzt ist es besser. Okay, jetzt sehen wir auch ein bisschen was. So, ich glaube, der nördliche Sektor, der wird uns auch gleich anheimfallen. Und wir schauen mal nebenbei runter zur Türkei. Auch dort haben wir größere Gebietsgewinne, wobei wir uns... nein, das wollte ich eben nicht. Ja, der Perser mischt sich hier mit ein. Der Perser überfällt auch die Türkei. Von der anderen Seite. Das ist nicht das, was ich wollte. Daran hatte ich überhaupt nicht gedacht. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich doch gewartet, bis wir stärker sind. Dass wir ja schneller durchraschen können. Dass wir da einen besseren Blitzkrieg haben. Wir müssen im Idealfall mindestens bis zu diesem Gebiet hier kommen. Oder ne, mindestens das Gebiet. Das muss es noch nicht mal sein, aber das hier muss es mindestens sein. Dass wir dann eine Chance haben, hier auf Vichy Frankreich zu treffen. Und dort vielleicht weiter vorgehen zu können. Weil der Perser sich natürlich genau in diese Richtung vorkämpft. Was ist hier passiert? Ich glaube, hier gab es eine Fallschirmlandung, kann das sein? Ja, also ich denke mal, wir nehmen den strategisch, ja, nicht den strategisch, den wirtschaftlich wichtigeren Teil hier ein mit der Westtürkei. Allerdings den strategisch wichtigen Teil. Türkei hat kapituliert. Dann schnell annektieren, vielleicht kriegen wir ja den größten Teil. Ja, wir haben sogar das Wichtigste hier noch mit dazu bekommen. Wunderbar, das läuft. Okay. Damit bin ich schon zufrieden. Wir haben ein bisschen Russengrenzen noch, das ist auch in Ordnung. Na gut, auf die zwei Felder hätte ich dann hier auch verzichten können. Aber das passt schon soweit. Wir haben auf jeden Fall hier den Punkt, dass wir auf Vichy Frankreich treffen könnten. Und muss mich mal kurz aber mit damit auseinandersetzen. Nicht-Angriffspakt mit Deutschland, Japan, Shaanxi und Manchukuo hat Ansprüche auf Großbritannien, Japan und Frankreich. Unabhängigkeit garantiert von Deutschland. Echt, war ich da dabei. Nicht, dass ich wüsste, aber wahrscheinlich durch den Vertrag, den es damals halt so gab. Okay, kann schon sein. Die Frage ist, was passiert, wenn wir jetzt darauf spucken und doch einfach angreifen?
Wäre auch noch eine wichtige Sache eigentlich, wenn man das herausfinden könnte. Kann man die vielleicht sogar, das würde mir auch recht sein, kann ich die dazu bewegen? Nein, kann ich nicht. Okay, das ist sehr schade. Gut, wir lassen das erstmal mit Michi Frankreich und gucken mal, wie es in Finnland aussieht. Die Finnen werden ganz schön zurückgedrängt und wir sind gut im Vormarsch. Wobei hier oben halten sie noch ein bisschen Gebiet. Eng umkämpft, aber ja, doch, jetzt wird es langsam. Hier werden wir doch siegreich davon gehen. Und wie sieht es im Süden aus? Ja, da sind wir auch kräftig auf dem Vormarsch. Ich glaube, das ist soweit in Ordnung. Ach ja, und hier wird gefragt, weshalb ich denn hier die drei Länder nicht einnehme. Und ich glaube, Predator HD hat das gefragt. Ja, das, ich dachte, dass das vielleicht zu viel Einfluss auf Russland hat. Wenn wir ja zu sehr wildern, dass Russland sich dadurch verärgert fühlt und ja, wir gegen Russland nicht anstinken können, weil ich habe einen Heidenrespekt vor den Russen. Also, auch wenn wir jetzt hier 526.000 Mann drin haben und hier in der Armee knapp 1 Million. Guckt euch unseren Mannfaktor an, hier unsere Mannstärke. Die ist sehr geschwächt einfach durch die ganze Was machen die denn jetzt hier? Finnland kapituliert. Okay, sehr schön. Das ist ja ein Glück in dieser Partie. Bisher haben nur Länder kapituliert. Und was machen jetzt hier denn die ganzen... Wer ist denn das überhaupt? Ist das der Italiener? Ja, das ist der Italiener. Was macht der denn jetzt hier? Ich glaube, die reisen jetzt hier quer durch Persien an die Front, oder? Kann das sein? Tatsache, ich glaube, die reisen... Die wollen zu der Front hier hin, glaube ich. Gegen den Ami kämpfen. Ah, das finde ich ja cool. Dass die das machen. Das freut mich ja ein bisschen. Dann war es ja vielleicht doch ganz gut, dass wir Italien mit in die Achse mit eingeladen haben. So könnte das ja glatt aufgehen. Das ist perfekt, da geht's gar nicht. So, wunderbar. Da haben wir sozusagen jetzt Finnland und die Türkei annektiert. Das läuft sozusagen. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wie es hier weitergeht. Erstmal will ich gucken, nebenbei natürlich auch wegen der Produktion. Unsere Fallschirmjäger sind, denke ich, schon fertig. Die Frage ist, wurden die jetzt schon zugeteilt? Ich denke nicht. Wir haben Einheiten gebaut. Oh je. Ich dachte ja, dass es den Rest der Einheiten automatisch zuteilt. Ich wollte eigentlich ja nur die Fallschirmjäger haben. Warte mal. Können wir die Fallschirmjäger so positionieren, dass ich mich daran später noch erinnere? Wir könnten die in Ankara positionieren. Da gibt es auch einen schicken Flughafen. Der ist auch relativ gut ausgebaut sogar. Man könnte die Infrastruktur noch generell verbessern. Aber das ist schon mal ein guter Punkt, glaube ich. Ich glaube, das nehmen wir dort. So, lass mal gucken. Das muss sich alles durch das Spielladen hier verändert haben, weil normalerweise hatte ich da die KI gar nicht rausgenommen. So, wir positionieren euch in Ankara. Muss ich euch jeden einzelnen? Ja, muss ich. Okay. So, dann immer wieder runterscrollen, ist ja sehr fein. Gut, und hier bitte auch noch. Und dann müsste ich euch ja schon zusammenfassen können. Achso, das sind bereits 4 Divisionen. Okay, wieder was dazugelernt. So, diese 4 Divisionen hätte ich gern unter permanenter eigener Kontrolle. Den Rest darfst du und sollst du bitte selber zuteilen. Ich hoffe, das reicht, wenn ich das jetzt so mache. Lass mal weiterlaufen. Ja, hat er gemacht. Wunderbar, das läuft. Und diese 4 Einheiten hier behalte ich aber unter meiner Kontrolle, oder? Nein. Die hat er jetzt auch noch zugeteilt. Nein, die will ich doch unter meiner Kontrolle behalten. Warte mal, kriegen wir das irgendwie hin? Ich hätte da gern... warte mal. Wie kriegen wir das jetzt hin? Ich hätte da gern ein extra Hauptquartier dafür, wo ich direkt festlegen kann, okay, du bist unter meiner Kontrolle. Ich denke mal, oder habe fast die Befürchtung, wir müssen hier eins dieser Hauptquartiere rausnehmen. Ah, guck mal, das passt ja. Das ist schon die erste Fallschirmjäger-Division drin. Dann holen wir dich mal hier raus und jawohl, dorthin. Und du wirst einfach jetzt mal nur hier dastehen. Warte mal, das ist die 4. Fallschirmjäger-Division. Die kommt natürlich jetzt auch mit hier rein.
So, dann hätte ich gern die anderen noch. Das ist die vierte. Das ist... Wo sind die anderen? Da waren nur noch zwei falsche Mega-Divisionen. Wo sind denn die jetzt hin? Die können jetzt nicht alle weg sein. Seid ihr hier vielleicht dabei? Oh, ich glaube, ihr seid hier dabei. Warte mal, Select. Lass dich mal anzeigen. Nee, dich habe ich doch schon. Du kommst auch nach Ankara. Den Befehl nehmen wir mal direkt zurück. So, du bleibst auch in Ankara. Das müssen wir gleich mal so festlegen. So, und dann müssten die anderen jetzt hier auch noch mit dabei sein. Genau. Du kommst bitte auch hier mit rein. Und du bitte auch mit hier mit rein. So. Und bitte alle hier zurücklaufen. So, du noch. Und dann müssten wir, glaube ich, alle haben, oder? Dann müsste das soweit passen. Gut, dann haben wir die nämlich etwas sortiert und abseits hingestellt. Wobei natürlich auch die KI das bestimmt machen würde. Fällt mir jetzt so ein. Also theoretisch müssten wir das wahrscheinlich noch nicht mal selber hier umändern. Sondern vielleicht würde sogar die KI auf die Idee kommen, die dann dementsprechend einsetzen zu können. Unsere Einheiten laufen ja auch durch das persische Gebiet durch. Warum vor allem? Das ist die Südostfront. Okay, die ist dort durchaus tätig, aber vielleicht doch wegen dem Ami. Das wäre zumindest ein Traum, wenn die das halt von sich aus machen könnten oder würden. So, jetzt überlege ich nur, wie kriegen wir hier möglichst schnell den Saudi... Also wie kriegt man... Blabla, ich kann schon wieder nicht mehr reden. Ist immer abends, wenn ich aufnehme. Ihr merkt das vielleicht. da bin ich halt schon ein paar Stündchen wach. Wie kriegen wir den Araben hier? Araben? Sage ich das jetzt richtig? Den Araber. Wie kriegen wir den Araber? So. Und zwar ohne, dass das von Japan oder, weiß nicht, Italien hier mit eingenommen wird, sondern dass wir das Gebiet bekommen. Theoretisch müssten wir ja dort Landungsschiffe bauen, die dort extra rangehen. Oder halt wieder die Fallschirmjäger, wobei die dann trotzdem wahrscheinlich schneller hier gelandet sind als wir. Ich halte das so ein bisschen für aussichtslos. Ich sehe eigentlich nur noch unser nächstes Ziel hier, dass der Russe noch für uns da ist. Natürlich auch Großbritannien, Irland... Und hier die drei Staaten, wo ich eigentlich auch vorhin ja nochmal gucken wollte, ob die ein Bündnis mit Russland haben. Und ich überlege gerade, ich glaube, ich mache die doch in die KI mit rein. Wir könnten dich zum Beispiel in die Westfront reinpacken. Und vielleicht wirst du dort ja gebraucht. Vielleicht wäre das ja eine Idee, dass die dann bei England landen können. Ich habe die mal rübergepackt. Mal sehen, ob die sich in Bewegung setzen. Ich glaube ja, ich glaube, die sind unterwegs, oder? Man sieht es nicht mehr ganz, aber... Ja, ich glaube hier, das sind Fallschirmjäger auf jeden Fall. Genau, die sind unterwegs zur Westfront wahrscheinlich. Genau, hier geht die Linie ganz schwach, sieht man es, entlang. Wobei die dann... Okay, die werden irgendwie nach Spanien gebracht und Portugal. Ich hätte es ja hier viel sinnvoller erachtet, dass ihr euch hier mit aufstellt. Aber gut, ihr werdet schon wissen, was ihr vorhabt. So, lass mal gucken, wenn die hier so viel verändert haben jetzt seit dem Neustart des Spiels, von der KI her, was ich dort eingestellt hatte, muss ich mal gucken, ob hier überall noch alles richtig eingestellt ist. Hier ist es zum Beispiel auch draußen. Forschungs-KI soll durchaus stattfinden. Politik hatten wir nicht, okay, könnten wir aber, glaube ich, inzwischen. Ich glaube, jetzt stört mich das oder würde mich das nicht mehr stören. Ich glaube, wir machen hier auch mal die KI-Kontrolle rein. Die wichtigsten Dinge haben wir ja eingenommen. So, Aufklärung, das müsste soweit passen. Das ist KI-Kontrolle und dann haben wir alles soweit. Okay, lass mal die Zeit weiterlaufen. Die Frage ist natürlich, wie gehen wir jetzt vor? Hoffen wir auf England, dass die hier vorankommen oder wollen wir Richtung Russen marschieren? Aber beim Russen sehe ich wirklich das große Problem, dass wir es nicht schaffen werden. Guck mal, wir haben ja viel zu wenig Einheiten drin in der Ostfront. Wir haben 1 Million zwar fast schon drin, aber es reicht, glaube ich, noch nicht. Alfred Jodl oder Jodl wurde als Generalstabschef eingesetzt. Organisation, Regenerationsrate plus 10%. Ah, da hat die KI jetzt was verändert. Nachschubverbrauch minus 10%. Werner von Blomberg. Karl Friedrich von Siemens. Jagdflugzeugpraxisverfall minus 25%. Industriekapazität plus 10% durch Jamal-Schacht, okay.
und Josef Goebbels, Führungsmodifikator plus 5%. Das ist, glaube ich, eine gute Idee gewesen. So, trotzdem müssen wir jetzt hier was für die Ostfront tun. Wenn wir den Russen überfallen wollen, wir brauchen mehr Einheiten an der Ostfront. Und haben aber ganz schön Produktionskapazität auf einmal, würde ich meinen. Das kann durch den Türken und durch Finnland natürlich mit dran liegen. Trotzdem brauchen wir mehr Einheiten. Wir sind hier dann quasi fast oder bald schon durch. Wir müssen trotzdem jetzt hier die Ostfront verstärken. Da ist unsere Mannstärke schon wieder weg gewesen. Einmal draufgeklickt und schon war alles weg. Ja. Lass die vielleicht aber mal nach oben verlegen, dass wir die mal bevorzugt gerade verstärken. So. Auch die Panzer bauen wir alle. Das geht seinen Gang. Das ist in Ordnung. Panzer können wir auch in Russland gebrauchen. So. Da reicht schon die Kapazität nicht mehr. Dadurch, dass die ganzen Panzer hier 25 noch was kosten, geht dort einiges dafür flöten. Für die Kapazität. Und da müssen wir jetzt uns ein bisschen gedulden. Zumal die Panzer auch recht lange oder recht viel Zeit benötigen zum Bau. Wir haben jetzt 44 Januar und im Juni 44 und in etwa werden die Panzer fertig. Also müssen wir uns ein paar Monate noch gedulden. Wobei wir jetzt in der Zwischenzeit auf jeden Fall ja mal gucken können. Was ist das denn? Das ist Litauen. Da können wir mal gucken, ob die ein Bündnis haben. Nein, haben sie nicht. Okay, wir erklären Litauen den Krieg. Akzeptieren. Wir bauen ja nebenbei schon für die Ostfront. Das heißt, wenn Russland das jetzt wirklich nicht passt oder so, da sind wir ja am Verstärken. Und werden auch dranbleiben. Und notfalls können wir hier auch noch von der Westfront, glaube ich, ein paar Einheiten hätten wir noch, die wir dort abziehen können. Wobei ich ganz froh bin, dass die gerade auch so stark und gut unterwegs sind. Ich habe ja die Hoffnung, guck mal, die sind wirklich gut unterwegs hier, unsere Einheiten. Was sind denn das für welche? 10. Flotte Marineinheit, okay. Ihr dürft durchaus auch dort landen. Also ich wäre dort nicht abgeneigt dagegen. Ich glaube, das Ziel hat man euch schon mal gesetzt, genau. Ihr dürft einen Aufmarsch probieren. Ich kann es ja mal umstellen auf Angriff, vielleicht hilft das dann auch schon. Dass die das dann auch wirklich mal durchführen. So, hier geht der Krieg voran. Okay, das ist aber mehr so ein Nebenschauplatz. Ich will hier eigentlich Großbritannien mal kurz nebenbei im Auge behalten. Dass wir da auch mal schauen können, wie sich das dort verhält und wie das sich das Ganze auch entwickelt. So, auf jeden Fall Litauen ist schon, ja, so gut wie Geschichte. Danach käme Lettland dran. Das können wir uns als nächstes dann einverleiben. Aber ich bin ja gespannt auf Großbritannien, ob die Leute das jetzt hier umsetzen. Aber ich befürchte fast, dass wir zu wenig Einheiten in der Westfront drin haben, dass wir halt mehr bräuchten, um ja einen Seeangriff wagen zu können. So, Litauen hat sich nicht ergeben. Okay, wir probieren es dann weiter einfach mal. Und zwar mit Lettland. Krieg erklären. Gut, und dann schauen wir mal, ob das was bringt. Und ich liebäugel natürlich immer noch mit Vichy-Frankreich. Wir müssen mal wieder gucken, wie es hier im Osten aussieht mit Japan und Konsorten. Der Ami gewinnt immer noch Boden. Er wurde noch nicht komplett zurückgedrängt. Ihr braucht mehr Einheiten, ihr braucht mehr Unterstützung dort. Also ich habe sonst die Befürchtung, dass der Ami die hier umrennt. Wenn er sich einmal dort ja aufbauen konnte, dann wird es wahrscheinlich nicht lange dauern und die sind weg vom Fenster. So, was ist hier? Frankreich, okay. Ist aber besetzt von Japan, okay. Das passt soweit. Ich hoffe, die schlagen die zurück. Lettland weigert sich zu kapitulieren, natürlich. Wir geben Kandidat Nummer 3 die Chance, sich zu kapitulieren. Und zwar Estland. Gucken wir mal, beeinflusst durch USA. Ja, nicht mal lange. So, ab geht's. Schauen wir mal, wie es dann aussieht. England wird zwar fleißig bombardiert, habe ich das Gefühl. Also hier scheinen immer mal wieder Flugzeuge drüber zu fliegen und so weiter. Aber landen tun wir hier nicht. Nee, definitiv nicht. So, Freiwillige, lasst uns kämpfen. Nationaler Mannstärke-Modifikator plus 10%. Das ist in Ordnung, das brauchen wir auch. Wir brauchen die Einheiten. Und zwar wirklich, wirklich dringend. So, die Panzer brauchen auch noch eine gefühlte Ewigkeit, bis sie fertig sind. Bis zum Sommer.
Die Frage ist, können wir uns dann sofort den Krieg gegen Polen schon leisten? Wobei wir ja theoretisch schon mehreren Fronten rangehen würden. Bei mir ja wohler wäre, wenn der Ami hier nicht mitspielen würde. Ja, und Estland weigert sich auch zu kapitulieren. Okay, das ist alles ein Pakt dort in der Ecke. So, mir wäre wohler, wenn der Ami hier nicht mitspielen würde. Denn dann hätten Japan und Konsorten hier mehr Zeit, sich dann auf den Russen zu konzentrieren. Und könnten halt von der vom Osten her angreifen. Und wir halt vom Westen in den Osten hinein. Tja. Ist allerdings nicht so. Die drei Länder müssen wir noch umstellen, fällt mir gerade ein. Warte mal, dann werden wir hier mal Estland auswählen. Können wir gar nicht. Wieso können wir das nicht? Ach, KI-Kontrolle. Warte mal, KI-Kontrolle raus. So, das ist sowieso nicht so günstig. Lass das alles mal umstellen auf Militärregierung und hier auch noch. So, das müsste passen. Rumänien können wir auch noch Militärregierung dazu nehmen. Und Albanien können wir auch Militärregierung einsetzen. So, dann müsste das alles auf Militärregierung eingestellt sein. Wunderbar. So, dann können wir die Zeit weiterlaufen lassen. Besser gesagt, wir können dann auch die KI wieder auf Normal stellen, weil die geht da, glaube ich, nicht ran. Die lässt das, glaube ich, so unverändert. Ja, denke ich.